Ich begrüße zum Sportgespräch heute Abend Jörg Börjesson, ehemaliger Bodybuilder und heute engagierter Dopingaufklärer, gerade auch für junge Menschen, und Werner Hübner, Psychotherapeut aus Köln, ebenfalls engagiert in der Dopingprävention. Sie treten häufig auch gemeinsam auf, gehen in Schulen, klären auf, erzählen den jungen Menschen, wie groß die Gefahren sind und wie man da am besten auch wieder rauskommt, wenn man da mal reingeraten ist. Anabole Steroide, das verbindet man ja meistens mit Spitzensport oder mit Kraftsport. Wie weit verbreitet ist denn dieses Problem, Herr Börjesson? Ja, also wir kennen natürlich alle auch die Zahlen 250.000, aber wenn man dann noch überlegt, alle, die im Keller zum Beispiel trainieren oder in den Jugendzentren mit den Fitnesseinrichtungen, und wenn man dann auch noch alle, die dazu zählt, die in den ganzen Tausenden von Fitnessstudios da mit Dopingmitteln hantieren, dann sind wir schon sicherlich bei über 1 Million. Das sind die Zahlen, aber wer ist davon betroffen, Herr Hübner? Wenn zum Beispiel in Oktober in Köln wieder der Marathon ist, dann ist mindestens ein Drittel derer, die am Marathon teilnehmen, gedopt. Also im großen Breiten gibt es die Tendenz, die grundsätzliche Haltung: Ich scheine nicht auszureichen mit den Kräften, die ich habe. Ich möchte mich aber vergleichen. Ich möchte mich mit meinem Körper vergleichen. Ich möchte mich mit meiner Leistung, mit der Ausdauer vergleichen. Und dazu bin ich bereit, auch Surrogate, Ersatzmittel zu mir zu nehmen, um den Erfolg zu haben, den ich scheinbar brauche. Aber anders als im Spitzensport, wo es ja um viel Geld geht, um viel Ruhm auch, geht es ja hier nur darum, durchzuhalten oder vielleicht dem Nachbarn etwas zu zeigen. Ja, also es gibt viele Jugendliche, die zum Beispiel ihren Körper sehen als wie eine Art Statussymbol. Nach dem Motto, der Nachbar fährt ein dickes Auto, kann ich mir nicht erlauben. Ich baue mir meinen Muskelkörper auf, den kann mir keiner mehr nehmen. Und ich habe viele Gespräche auch mit Jugendlichen, wo dann gesagt wird, Mensch, Boots in der Clique, wer den dicksten Arm hat, hat am meisten zu sagen. Und das zeigt natürlich auch schon eine Tendenz, dass Doping schon lange kein Problem mehr des Sportes ist, sondern dass Doping schon längst Fuß gefasst hat innerhalb der Gesellschaft. Herr Hübner, ist das ein Ausdruck einer besonderen Beziehung zu seinem Körper? Ist der Körper so wichtig geworden? Der Körper ist dann sehr wichtig geworden, wenn ich zum Beispiel als junger Mensch bemerkt habe, ich habe mich 423 Mal beworben, niemand wollte mich, und ich entdecke dann meinen Körper als das Medium, worüber ich, so wie Herr Börjesson das eben gesagt hat, auch fast überhaupt nur noch in irgendeiner Weise bestehen kann. Ich werde überhaupt nur noch beachtet in der Gesellschaft, indem ich meinen Körper auftune, meinen Körper style, das heißt auch designe. Das heißt, es ist auch etwas, was ganz Kunstvolles sein kann. Ich will mir meinen Körper so basteln, wie es meiner Vorstellung, meinem Bild von mir entspricht. Das ist sehr unrealistisch teilweise, aber es ist teilweise auch eine Not, weil ich habe nichts anderes als meinen Körper. Und den entdecke ich jetzt für mich und den gestalte ich so, dass niemand mehr mich übersehen kann. Niemand kann mich mehr ausgrenzen. Wer gibt das Ideal vor? Das Ideal ist möglicherweise gesellschaftlich bedingt. Das heißt, ob ich jetzt einen dünnen oder einen dicken Körper habe, ob ich dünne Arme habe oder dicke Arme, das ist jeweils in der Gruppe, in der ich mich bewege, wichtig. Und ich suche mir die Gruppe, in der ich mich bewegen möchte. Und danach tune ich, danach designe ich meinen Körper. Wenn ich also beispielsweise einen sehr dünnen Körper brauche, dann werde ich Mittel unternehmen und auch Mittel benutzen, diesen dünnen Körper zu haben. Wenn ich, wie Herr Börjesson eben gesagt hat, dicke Oberarme brauche, dann werde ich Mittel unternehmen und Mittel benutzen, um diese dicken Oberarme zu bekommen. Herr Börjesson, Sie haben ja selber unter den Folgen von Dopingkonsum leiden müssen. Können Sie mal erzählen, wie das genau abläuft, beispielsweise in den Fitnessstudios? Ja, ich wollte noch kurz noch dazu sagen, weil Sie gerade gefragt haben, wer diese Körper und so weiter, diese Leistung auch vorgibt. Also natürlich auch ganz klar die Umwelt. Also wenn ich Gespräche habe mit Jugendlichen, die sind 13 Jahre alt, die sagen zu mir, ich werde von Erwachsenen angesprochen, ob du Anabolika haben willst. Es gibt Stadtteile und es gibt Jugendgruppen, wo das Recht des Stärkeren einfach eine ganz große Rolle spielt, wo es nur nonverbal darum geht, sich auszutauschen.
austauschen. Da geht es nicht darum, sich Argumente irgendwie anzuhören oder Mitteilungen, sondern muss ich denen seine Meinung auch sein? Muss ich da mithalten? Muss ich auch damit sprechen, auch wenn die Meinung vielleicht gar nicht so optimal ist? Aber ich muss denen auch dabei pflichten, weil sonst haut er mir einen aufs Maul, weil er mir körperlich überlegen ist. Und dann versuchen die Jüngeren natürlich da auch mitzuhalten. Und die Verfügbarkeit im Internet ist ja auch ganz leicht gemacht, dass die dann einfach reingehen können und da sich Dopingmittel bestellen können. Das heißt, ich entnehme Ihren Worten, das ist meistens, dass sie eher angesprochen werden oder gehen diese jüngeren Leute, die dann die Vorbilder haben, die körperlichen Vorbilder ja eigentlich nur, auf diese Menschen zu, denen sie nacheifern. Auch, klar. Aber sicherlich wollen diejenigen natürlich auch ihre eigene Sucht finanzieren und versuchen dann, Kleinere mit reinzunehmen, Jüngere mit reinzunehmen, wo die Sachen dann auch abgekauft werden. Also ja? Selber als Händler aufzutreten. Ja, also als Händler natürlich, klar, sicher. Und deswegen, die Beschaffungskriminalität sieht in der Richtung so aus, dass gesagt wird zum Beispiel, was weiß ich besorge dir ein Autoradio und du besorgst mir eine Anabolika-Kur. Oder du besorgst mir ein ganzes Auto und dann dafür kann ich dir Wachstumshormone besorgen, weil du wirst ja sowieso in der Schule gehänselt, weil du so klein bist. Und manche sagen auch zum Beispiel auch, mein Dealer hat zu mir gesagt oder mein Freund hat zu mir gesagt, der mir die Anabolika besorgt, das wäre alles Originalpräparat, das wären alles saubere Sachen, da kann mir nichts passieren. Das ist natürlich absoluter Trugschluss, weil diese Mittel immer in Überdosierung zu sich genommen werden müssen. Und jede Überdosierung ist ja immer schädlich. Wie sind Sie denn da reingeraten? Ich bin da damals da reingeraten in der Richtung, weil ich ja früher sehr stark auch mit Asthma zu tun hatte als Kleinkind, musste dann paar Mal husten, den Platz da verlassen, weil ich Fußball gespielt habe. Meine Brüder durften dann weitermachen. Ich habe dann versucht, andere Sportarten dann umzusetzen, die gleiche Problematik. Und dann bin ich halt zum Fitnesstraining gekommen und nachher dann zum Bodybuilding, was alles eine super Sache ist. Jede Sportart profitiert von diesen Prinzipien. Aber die haben sich schon tausendmal im Grabe umgedreht, weil die ja wissen, was aus dieser Sportart geworden ist. Weil es geht dann nicht mehr darum, um sich gesund zu erhalten oder gegen das Alter anzukämpfen, sondern es geht einfach nur darum, mehr Muskelmasse aufzupacken, um den anderen irgendwie zu zeigen, ich bin stärker und ich habe mehr Macht über dich oder wie auch immer. Obwohl man muss natürlich ganz klar sagen, dass diejenigen, die sich heute zutage Bodybuilder nennen, das sind friedliche Leute, die machen ihren Sport, aber die leben in einer Körperschiene, das Ideal, haben die sich so eine Mauer um sich da gebaut. Das ist eine ganz traurige Angelegenheit. Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie selber aktiv nachgefragt nach Dopingmitteln oder sind Sie darauf aufmerksam gemacht worden? Ich habe niemals mir gedacht, dass diese kleinen Tablettchen von jemand, der nicht gerade aussah wie ein dreckiger Dealer von der Straße, dass der mich irgendwie körperlich schädigen will und dass diese kleinen Tabletten mich überhaupt körperlich schädigen können. Viele fragen manchmal auch, macht Doping überhaupt abhängig? Ich kann sagen, dass Doping eine psychische Abhängigkeit natürlich verursacht. Eine schleichende Abhängigkeit, genauso wie bei Alkohol. Weil man bekommt als Doper, bekommst du nur Komplimente. Entweder heißt es, Mensch, du bist ja wahnsinnig schneller wieder geworden. Du kannst ja schneller schwimmen. Oder deine Brustmuskeln sind größer geworden. Dann hast du wieder einen Waschbrettbauch. Bei anderen Drogen heißt es dann zum Beispiel, Mensch, rauchst ja immer noch Heroin. Du hast ja gar keine Zähne mehr. Oder du nimmst immer noch ein bisschen Koks. Das ist schon wieder abgenommen. Also da merkt man als Konsument direkt selber, was passiert. Kann, aber in Sachen Doping bekommst du nur Komplimente. Also selber kannst du dir da gar nicht raushelfen. Herr Hübner, Herr Böjesen hat gerade geschildert, wie das so läuft. Autoradio gegen eine Anabolika-Kur. Ist das denn eigentlich für Sie das Einnehmen von Dopingmitteln eher ein Phänomen bildungsferner Teile der Gesellschaft oder zieht sich das gewissermaßen durch alle Schichten durch? Durch alle Schichten. Also ich habe im therapeutischen Kontakt auch Personen, zum Beispiel Manager, die irgendwann mal erfahren haben, wie ich in einen Raum komme, werde ich angesehen. Und wenn ich gut im Raum stehe und den Raum gut ausfülle, dann gibt es Respekt. Das sind die gleichen Formeln, die es auch in den Stadtteilen gibt. Die Blockwarte jeweils, die sagen, das ist meine Straße. Und das gibt auch zum Beispiel im Management oder bei der Bewerbung oder auch bei der Partnersuche ist jemand, der mit einem, ich sag mal, durchtrainierten Körper, jedenfalls scheinbar durchtrainierten Körper, sich vorstellt, wird anders angesehen als jemand, der sich entschuldigen muss für
die Natur, die ihm einen solchen Körper bereitgestellt hat. Also es sind auch Menschen, die bei mir in der Beratung sind, die dann sagen, jetzt habe ich mit den Nebenwirkungen zu tun. Bisher hatte ich immer nur Vorteile. Herr Börgesen hat gerade die Vorteile beschrieben, ja, zunächst mal, wie es so aussieht. Und die sagen mir jetzt, aber jetzt macht das Anabolika etwas mit mir, das möchte ich nicht. Ich habe Angstzustände, ich schwitze, wenn ich nicht schwitzen will. Ich fühle mich verfolgt. Alles das, was als Nebenwirkung dieser Anabolika beschrieben wird, tritt dann wirklich ein. Pickelbildung, Unfruchtbarkeit, alles das sind Probleme, die einem Psychologen, der ein wenig eingewiesen ist, natürlich nicht unbekannt sind. Und dann wird nach Hilfe gerufen. Herr Böjerson, wann haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht mit meinem Körper, und haben das dann zurückgeführt auf Ihren Dopingkonsum? Also am Anfang habe ich natürlich auch erst gedacht, die Magenschmerzen sind vielleicht eine Magen-Darm-Grippe, weil ich dachte, Mensch, du bist zu hoch Leistungssportler, du bist jeden Tag am Trainieren, du hast Wahnsinnskraft, du ernährst dich super, Haferflocken und so weiter. Dass man gar nicht daran gedacht hat, Mensch, die kleinen Tablettchen, die könnte ich irgendwie körperlich schädigen. Wie ich gesagt habe, dass eben er kein dreckiger Dealer von der Straße war, er sah völlig gesund aus. Das ist einfach auch dieser Trugschluss, eine ganz andere Dealer-Ecke, die da aufgegangen ist, wie man sich das vorstellt, weil man hat einfach Vertrauen zu ihm. Deswegen war ich auch menschlich auch so enttäuscht, bin ein ganz, ganz tiefes Loch dann auch gefallen. Und diese Aufklärungsarbeit, die ich mache, ist auch natürlich ganz klar eine Aufarbeitung für mich selber auch in der Richtung. Unter welchen Folgen leiden Sie denn heute? Also ich habe Bandscheibenschaden und bin im Magen, Darm natürlich die ganzen Probleme. Für mich ist mein Körper erstmal sowieso nur noch Mittel zum Zweck. Solange ich Kraft in den Stimmbändern habe, werde ich da auch nicht aufgeben. Also der Kraft im Bizeps, wenn ich meine Kinder auf den Arm nehmen kann, also das ist für mich das viel wichtiger. Und wie spüren Sie das in Ihrem täglichen Leben? Sind Sie da beeinträchtigt? Natürlich denke ich mal, dass mein Körper sicherlich 10 Jahre älter ist. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Und solange ich auch merke, dass der Handlungsbedarf, den ich leider nicht alleine abdecken kann, aber ich versuche mein Möglichstes da umzusetzen. Deswegen werde ich versuchen, vielleicht auch dieses Jahr ein Infomobil zu starten, wo ich im deutschsprachigen Raum unterwegs sein kann. Wir haben Kontakte aufgenommen mit Krankenkassen. Also ich stehe einfach zur Verfügung. Weil in den nächsten 10 Jahren wird, oder vielleicht 5 Jahren, wird eine riesige Welle auf uns zukommen. Alle Jugendlichen oder Leute, sind ja auch viele manchmal Manager, wie der Herr Hübner gerade richtig sagte, die werden alle irgendwann mal vielleicht auf einem OP-Tisch landen und auf beim Arzt im Wartezimmer. Und da muss unbedingt was passieren. Herr Hübner, können Sie beobachten, dass die Menschen verstärkt Sie aufsuchen oder Chirurgen aufsuchen, um die Folgen von Doping zu beseitigen? Ja, es ist verstärkt, es nimmt zu. Es ist tatsächlich so, dass, wie Herr Börgensen eben auch gesagt hat, dass der Glaube, die 2 Pillchen und wenn ich mich gesund ernähre, das scheint eine Balance auszumachen. Das trügt aber die Folgen, manchmal sind es auch Spätfolgen, so auch mal um 3 Jahre verschoben. Der Körper rächt sich. Er rächt sich für das, was an Modellierung an ihm vorgenommen wurde. Er schlägt zurück. Und er schlägt zurück so, dass auch unsere seelische Verfassung damit nicht klarkommt. Also, dass wirklich dann nächtens dann Albträume passieren und die tatsächlich dann eindeutig auf die Einnahme der Surrogate zurückzuführen ist. Dass die Menschen, die zunächst mal ihren Körper oder auch ihre Befindlichkeiten, was eine interessante Nebenerscheinung ist, die Befindlichkeiten, die wollten sich ja gut fühlen, diese Befindlichkeiten zu modellieren, das kann nur eine begrenzte Zeit sein und dann meldet sich die Grundverfassung wieder, die seelische Grundverfassung, die ist gestört und das muss besprochen werden. Das ist für manche Menschen überhaupt nicht ohne therapeutischen Kontakt mehr aushaltbar. Die schlafen nachts nicht mehr, sie fühlen sich verfolgt, sie müssen sich ständig umschauen. Die Nebenwirkungen gibt es wirklich, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, diese Nebenwirkungen gibt es wirklich. Die stehen auf keinem Beipackzettel und es ist wirklich davor zu warnen, die Folgen kommen. Denken Sie, dass denn überhaupt alle, die davon betroffen sind, rechtzeitig einen Therapeuten aufsuchen, dass Ihnen überhaupt klar ist, dass Sie jemanden aufsuchen müssen? Ich glaube, dass immer noch die Vorstellung besteht, das kriege ich auch irgendwie hin. Wie ich das mit dem Körper irgendwie hingekriegt habe, dann gibt es auch wieder andere Mittel. Dann gibt es eben Beruhigungsmittel, die muss ich wieder einnehmen. Also, dass der Gedanke,
ich reiche aus. Mein Körper ist mein Körper, das ist mein Zuhause und das muss ich wieder zurückgewinnen. Dass das nicht im Augenblick Tendenz ist, sondern da ist eine Panne passiert. Die Panne, die ich über Mittel hergestellt habe, werde ich auch versuchen, über Mittel wieder zu korrigieren. Das ist eher noch Propaganda und nicht, ich muss mal grundsätzlich gucken, wofür ich diese Mittel gebraucht habe. Herr Böjesson, Sie reisen ja quer durch die Republik, gehen in Schulen, um aufzuklären. Wenn Sie mit den Schülern sprechen, merken Sie, dass die oft schon in Kontakt gekommen sind mit Dopingmitteln, mit anabolen Steroiden beispielsweise? Ja, absolut. Also dass da eben schon vielleicht so gesagt wird, ich frage für meinen Freund, obwohl er für sich selber fragt. Natürlich vor der Schulklasse will er nicht so zugeben, dass er vielleicht damit schon hantiert hat. Deswegen habe ich auch anschließend auch viele Einzelgespräche. Ich kriege mal so viele E-Mails, wo die auch anonym bleiben wollen. Manchmal habe ich die Möglichkeit, dass ich auch dann mal eine Telefonnummer, dass man sich ein bisschen austauschen kann, dass man sich treffen kann, was jetzt auch in den nächsten Wochen wieder stattfinden wird. Ich war jetzt vor kurzem auch noch in Köln in einer Schule gewesen und wenn ich da erfahre, dass ein 18-Jähriger als Beispiel mir sagt, er hat einmal Testosteronmittel zu sich genommen und hat den ganzen Körper voller Pickel, voller Akne, große Beulen. Er hat mir selber gezeigt. Ich war so geschockt gewesen und er hat mir so leid getan und ich will jetzt sehen, dass dem Junge auch geholfen wird. Und also die Dunkelziffer ist wirklich gewaltig und ich kann einfach nicht begreifen, dass die Politik sich sagt, wir wollen dieses Fass nicht aufmachen, weil wir Angst haben, dieses Fass nicht mehr zuzukriegen. Ich stehe zur Verfügung, wer mit mir da was machen will. Ich habe ja eine kleine Initiative gründen können, Dopingpräventionszentrum. Ich bin startbereit. Werden die Betroffenen immer jünger? Die werden immer jünger. Welches Alter? Es geht schon los mit 12, 13 Jahren, weil die spüren natürlich einen großartigen Druck von den Erwachsenen. Die Jugendlichen fühlen sich ausgegrenzt, die fühlen, sagen sich, wir sind nichts wert, wir sind nur irgendwelche Schläger oder wir sind nur besoffen oder so weiter. Die wollen Aufmerksamkeit natürlich erregen. Aber 12 Jahre ist doch verdammt jung. Das ist absolut. Und wenn einer sich mit 12 Jahren da mit Wachstumshormonen einlässt, dann die Wachstumsfugen können sich vorzeitig schließen, dass man niemals den Körper Größe erreicht. Im Jugendzentrum in Köln, da sagte einer auch zu mir, Mensch, ich bin so klein und werde ich noch wachsen und so weiter. Also derjenige, der die ganze Zeit super Fragen gestellt hat, der klasse drauf war, der hat das Gefühl, dass er von den anderen gar nicht akzeptiert wird. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf deine Körpergröße kommt es gar nicht an. Wenn du so bleibst, wie du bist und wenn du so eine Einstellung hast, dann bist du schon ein super Mensch und verlass dich mal ruhig darauf und bleib mal so. Und auf der Größe, das ist eine zweitrangige Angelegenheit. Und sowas hat er wahrscheinlich noch nie gehört. Was ist mit den Eltern? Die Eltern kriegen das natürlich auch gar nicht großartig mit. Die sagen sich, Mensch, sonst hat mein Junge sich auf der Straße rumgetrieben. Macht er regelmäßig Sport, er kümmert sich um die Ernährung, um seinen Körper. Und wenn er ein bisschen mehr Bizeps hat, ein bisschen mehr Beinmuskulatur aufgebaut hat, die wissen natürlich auch nicht, ob es vom Training kommt oder von irgendwelchen anderen Mitteln. Die können nicht auseinanderhalten, ob es Aminosäuren sind oder irgendwelche Tabletten. Und deswegen, die Sporthochschule in Köln macht ja auch da eine ganz super Arbeit, dass man da als Ansprechpartner Leute hat, wo man sagen kann, Mensch, ich habe da irgendwelche Sachen gefunden bei meinem Sohn oder sonst irgendwie, kann das analysiert werden, ist es Dopingmittel. Aber es muss mehr passieren. Was können Sie denn Eltern raten? Wie können die erste Anzeichen erkennen, dass ihre Kinder betroffen sein könnten? Ja, es sind auch wirklich körperliche Dinge, die sichtbar sind. Also Reizbarkeit, erhebliche Reizbarkeit. Man könnte sagen, in der Pubertät, wo, wenn es ab 12 beginnt, sind alle reizbar. Aber etwas, wo bemerkt wird, das ist jetzt anders und das ist seitdem anders. So, dass das dann Zeichen sind, vermehrtes Schwitzen, Pickelbildung, von der Herr Börgesen gesprochen hat. Also wenn man merkt, da ist irgendetwas anders, dass dann das auch so Anzeichen sind, die angesprochen werden können. Da stimme ich jetzt Herrn Börgesen sehr zu. Also dass man es wirklich anspricht und sagt, kannst du mir das jetzt erklären? Schon wenn man es angesprochen hat, wird eine Antwort kommen. Und an der Antwort kann man erkennen, ist die ausweichend, wird da etwas verdeckt. Man spürt, ob es richtig ist. Spürt, ob es richtig ist. Das darüber sprechen ist immer gut, in jedem Alter und natürlich im Jugendalter ganz besonders.
Also zum Beispiel sollten auch sicherlich die Alarmglocken läuten, wenn die Eltern mitbekommen, dass der Junge als Beispiel nur noch irgendwie mit seinem Körper sich beschäftigt, dass der andere auslacht, weil die vielleicht einen normalen Körper haben, dass es nur noch um Muskeln geht, nur noch um Kraft geht, dass andere Leute gar nichts mehr wert sind, weil sie keine Leistung bringen können, körperlich gesehen. Ne? Also da muss man sich sagen, weißt du was, der hat diesen Sport gar nicht verstanden, diese Philosophie, ist egal, welche Sport er macht, sondern es geht ihn einfach nur darum, um nach außen zu wirken, bin besser als andere, ich habe mehr Leistung und ich habe mehr Kraft und alle anderen sind da nichts wert. Und da muss man sich sagen, Mensch, wer solche Gedanken hat, ist der Schritt nicht fern, dann auch Dopingmittel einzunehmen. Kommen wir mal darauf, wie diejenigen dann sich diese Dopingmittel dann auch beschaffen. Kommen wir mal auf diese Beschaffungsszene. Wie läuft das ab? Wie leicht ist das überhaupt, an solche Mittel heranzukommen? Ja, also ich habe jetzt vor einigen Wochen mit einem Fernsehteam bin ich dann in ein Fitnessstudio gegangen. Ich habe dann ganz platt auch gefragt, Menschen, wer kennt sich hier mit Doping aus und so weiter. Ich habe natürlich dann auch geguckt, wer da auch hart trainiert und so weiter. Und es war so gewesen, dass ich innerhalb von vielleicht noch nicht mal eine halbe Stunde wurde es dann gesagt, dann, Mensch, was willst du haben? Willst du Tabletten oder Spritzen? Ich habe gesagt, ja, das volle Programm, wenn dann schon alles. Ne, also es das heißt praktisch, dass ich hätte dann mit ihm einen Termin ausmachen können und dann wäre ich einfach da hingegangen und hätte ich die ganze Palette haben können. Wie kriminell ist denn diese Szene? Natürlich sind da mafiöse Strukturen. Die Leute sagen sich auch, Mensch, mit den Drogen und dies und dann läuft alles nicht mehr so richtig mit Dopingmittel. Da kann ich noch viel mehr Geld machen. Ich muss einfach sagen, ich versuche den jungen Leuten klarzumachen, dass es um den Menschen geht. Man muss den Menschen erstmal sehen, man muss ihn in den Augen schauen. Wir haben ganz was anderes zu tun, als sich zu sagen, ich will jetzt irgendwie einen 50 cm Arm haben, ich brauche eine Riesenkraft. Also ich denke, da gibt es auf der Welt noch ganz andere Sachen. Das Problem ist ja vielfach, dass illegale Dopinglabore nicht im Ansatz medizinischen Anforderungen entsprechen. Die Polizei hat ja vor nicht allzu langer Zeit in einer Großrazzia Dopinglabore ausgehoben, bei denen auf erschreckende Weise gepanscht worden ist. Ist den Nutzern eigentlich überhaupt klar, was sie einnehmen und wie das Zeug zusammengerührt und gemixt wird? Überhaupt gar nicht. Es gibt ja zum Beispiel sogar dieses ominöse schwarze Buch. Bis heute man kann einfach nicht begreifen, dass die Staatsanwaltschaft da noch keine Handhabe finden konnte, dass so ein Buch überhaupt auf dem Markt existieren kann, wo derjenige, der sich für Doping interessiert, eine Art Fibel hat, wo alle Dosierungen drin stehen, die ganzen Mittel. Also er kann richtig mit diesem Buch zum Dealer hingehen und sagen, ah, ich möchte das haben, ich möchte dies haben und so weiter. Wenn ich von diesem Todesfall in Münster zum Beispiel, der vor einigen Wochen passiert ist. Ich hatte vorher noch ein paar Anrufe bekommen, wo einer gesagt hat, Mensch, ob ich mich mehr mit dem Dinophrenol, so ein Mittel auskenne. Und ich habe nachher dann erfahren, dass es ein 25-Jähriger dieses Mittel eingenommen hat, was normalerweise nur in Sprengstoff als Sprengstoffmittel eingesetzt wird, dass die Adern rauskommen. Das ist so, wie das im Kraftsport, in der Kraftsportszene dann missbraucht. Und er hat anstatt 200 Milligramm, hat er da 4 Gramm zu sich genommen und ist innerlich verkocht. Also daran sieht man schon, welche Problematik da ansteht. Herr Hübner, wie kommt das, dass Menschen einfach gedankenlos Zeug in sich hinein schlucken, bringen, spritzen, wo sie nicht einmal wissen, wie ist das zustande gekommen? Wir können erstmal so sagen, Jugendliche haben Gesundheit und nehmen etwas zu sich, auch wenn sie vielleicht irgendwann mal mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Aber die Not, ich möchte besser dastehen, ich möchte so dastehen, dass ich Respekt erfahre, wenn ich durch die Disco gehe und das Schwarzlicht flackert mich an, dann möchte ich, dass sich alle umschauen. Und ich habe Gesundheit und denke nicht darüber nach, ob es irgendwann mal auch mal Gegenanzeigen dessen, was ich einnehme, geben könnte. Also der Mangel an Bewusstsein für Kranksein, für Krankheiten führt dazu, dass man sich da einfach keine Gedanken drüber macht. Ganz genau, weil Gesundheit da ist. Und ich habe vielleicht noch gar nicht erfahren, was Krankheit und Einschränkung meiner Gesundheit bedeutet. Insofern suche ich auch irgendwie immer die Grenze und denke, das ist doch nur Propaganda von denen, die mir was wegnehmen wollen. Das ist doch nur der Bürgersen, der ja immer irgendwie alles schwarz machen will.
oder schwarz malen will, so nicht. Ich werde die Nebenwirkung nicht haben, das ist das Versprechen. Ich werde aufpassen, ich werde richtig dosieren, vielleicht auch nach dem Schwarzbuch oder sonst wie. Experten sprechen von einem Markt für Dopingpräparate in einer Dimension von 15 Milliarden Euro weltweit. Welche Rolle spielt in Ihren Augen die Pharmaindustrie, Herr Böjesson? Also ich weiß wohl, dass eine Überproduktion sicherlich stattfindet. Und dass mehr EPO und alle anderen Sachen hergestellt wird, was normalerweise in der Medizin normal eingesetzt wird. Und wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel auch die Möglichkeit besteht, nicht nur im Internet, sondern auch über Apotheken sich alles Mögliche da in Sachen Doping sich da zu versorgen. Es gibt ja auch Fälle, wo Ärzte auch schon verschrieben haben, wo die da mit den Apotheken zusammenarbeiten. Also die Verfügbarkeit ist ohne weiteres möglich für die Jugendlichen. Und wenn ich als Jugendlicher im Internet reingehe und ich sehe da eine Internetseite mit Shopsystem, wo ich einfach bestellen kann, wo ich mir die Sachen nach Hause schicken kann, ohne Absender, also Doping leicht gemacht, so dass ich mit dem Taschengeld, ohne dass die Eltern das mitkriegen, mir da alles Mögliche nach Hause bringen kann. Also daran sehe ich doch, dass viele glauben, es wäre irgendwie so eine Art Kavaliersdelikt, sondern man muss einfach begreifen, es geht da wirklich um Leben und Tod. Die Einnahme von Anabolika steht bei Nichtspitzensportlern nicht unter Strafe. Nur der Handel mit den Präparaten. Wenn Menschen Dopingmittel zu sich nehmen, die nicht an dem Wettkampf teilnehmen, dann können sie ja argumentieren, dass sie selbst entscheiden können, was sie ihrem Körper antun oder was nicht. Sollte man daran gesetzlich etwas ändern? Also ich denke schon, dass man auf jeden Fall nicht die Konsumenten kriminalisieren sollte, weil es ein ungeheurer Druck, gerade auch im Hochleistungssport, der da angesetzt wird von den Sponsoren. Man muss ja die Leistung bringen. Und wenn ich weiß als Sportler, dass Doping mir Vorteile bringt, weil es geht ja da nicht um Gesundheit, es geht ja nur um Ruhm und Geld. Es gibt ja niemanden, der im Hochleistungssport unterwegs ist, sagt sich, ich mache diesen Sport aus Gesundheitsgründen. Wer im Hochleistungssport erfolgreich ist, ist nicht gesund. Und genauso wie ich damals auch immer gedacht habe, wer viele Muskeln hat, ist gesund. Heute weiß ich, bekannt große, dicke Muskeln haben, ich kann die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, aber innerlich voller Krebs sein. Werner Hübner, Jörg Böjesson, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke auch. Danke.